mitten im Stream automatisch kleine, aber feine Social-Media-Banner animiert einblenden lassen? Genau das schauen wir uns heute in diesem Video an und ich zeige euch, wie ihr mit Hilfe von Stream Elements genau so etwas super schnell und simpel integrieren könnt. Und selbst wenn ihr sonst kein Stream Elements nutzt, könnt ihr das Widget auch so ganz einfach in OBS integrieren. Aber legen wir doch direkt los. Ihr beginnt auf der Website von Stream Elements. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Auf der Seite von Stream Elements habt ihr die Möglichkeit, über Login euch einzuloggen. Also solltet ihr Stream Elements schon verwenden, ist das für euch ganz easy. Solltet ihr es noch nicht verwenden, einfach hier zum Beispiel, wenn ihr das Ganze für Twitch nutzt, mit eurem Twitch-Account verbinden und dann geht's auch schon weiter. Nach dem Login bei Stream Elements wechselt ihr auf der linken Seite auf den Reiter Streaming Tools und dort dann zu Overlays Gallery. Dort gibt es dann den Untermenüpunkt Widgets, auf den wechselt ihr einmal und dort findet ihr jede Menge verschiedene Widgets für Stream Elements. Unter anderem das Widget, was wir uns heute anschauen werden, nämlich den Social Media Rotator. Der ist hier momentan bei Most Popular angezeigt. Solltet ihr ihn dort nicht finden, könnt ihr auch einfach hier oben Social Media eingeben und dann findet ihr den Social Media Rotator. Der Social Media Rotator ist im Endeffekt nichts anderes als die Möglichkeit, einfach Social Media Banner in den Stream einzubinden, ohne grafisch tätig zu werden. Und nach einem kurzen Clip schauen wir uns auch genau an, wie das dann geht. Lasst uns kurz über den Sponsor des heutigen Videos sprechen, OwnTV. Bei OwnTV gibt es professionelle Designs und Animationen für euren Stream zu einem fairen Preis. Neben ganzen Komplettpaketen könnt ihr auch einzelne Elemente kaufen oder aber auf Logo-Designer und Emote-Maker zurückgreifen. Also alles, was das Herz eines Streamers begehrt. Vor allem den Emote Maker kann ich euch ans Herz legen. Dort könnt ihr zwischen 11 verschiedenen Charakteren wählen und diese ganz nach eurem Belieben anpassen. Die Emotes sind nach dem Kauf direkt zum Download verfügbar und können durch das passende Format auch direkt bei Twitch hochgeladen werden. Solltet ihr also Bock auf eigene Emotes haben, so klickt doch gerne auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv/owned. Was ihr nun als erstes tun müsst, um den Social Media Rotator zu nutzen, ist zu entscheiden, ob ihr ein komplettes neues Overlay erstellen wollt, also den Rotator als eigene Browserquelle später in OBS nutzen wollt oder ob ihr das Ganze zu einem existierenden Overlay hinzufügen wollt. Wir machen das mal mit einem neuen Overlay, das heißt Create a New Overlay, dann einfach auf Continue und dann kann man dem Ganzen hier einen Namen geben. Ich nenne das jetzt mal Tutorial am Ende. Create my Overlay. Das Overlay wird auch direkt erstellt und ihr könnt jetzt theoretisch hier direkt diesen Link kopieren und in OBS wechseln. In OBS selbst müsst ihr dann einfach nur die Szene auswählen, in der ihr dann diesen Rotator einbinden wollt. Und dann geht ihr einfach bei Quellen auf Plus, wählt dann Browser aus, nennt das Ganze zum Beispiel SE-Social-Media-Rotator. Dann auf OK. Und im nächsten Fenster, das können wir hier mal ein bisschen kleiner machen, geht ihr bei URL rein, markiert alles und drückt STRG und V auf der Tastatur. Schon habt ihr das Widget eingebunden und ihr braucht dann eigentlich nur noch die Breite auf 1920 und die Höhe auf 1080 stellen. Dann den Cache der aktuellen Seite aktualisieren, auf OK und schon wird das Widget automatisch geladen und ihr seht, dass es hier angezeigt wird. Nun habt ihr natürlich jederzeit die Möglichkeit, das Widget zu positionieren, wo ihr es haben wollt und anpassen werden wir das Ganze natürlich nun auch noch. Dafür geht ihr wieder zurück in den Browser zu Stream Elements, ins Dashboard und auf der linken Seite bei Streaming Tools dann auf My Overlays. Dort werden euch alle eure bisher erstellten Overlays angezeigt und dort solltet ihr nun auch euren Social Media Rotator finden. Wenn ihr auf Edit klickt, dann kommt ihr in die Bearbeitungsmaske von Stream Elements für die einzelnen Overlays und hier ist das Widget nun eingebunden. Was wir nun machen können, ist, dass wir dieses Widget bearbeiten. Hier sind zum Beispiel nochmal verschiedene Infos dargestellt textuell. Die können wir entfernen. Wir gehen da jetzt einmal gemeinsam durch. Das heißt, ich klicke einmal hier auf so ein Element. Dann sehe ich hier Instructions 1, Instructions 2. Die Elemente kann ich einfach mit der Mülltonne hier löschen. Instructions 2 auch, löschen und schon habe ich nur noch meinen Social Media Rotator. Wenn ich diesen Layer anklicke, dann bekomme ich Einstellmöglichkeiten. Nämlich unter Settings sind nun alle möglichen Optionen. Gehen wir einmal gemeinsam durch die Optionen durch, damit ihr genau wisst, was ihr damit machen könnt. Zu Beginn könnt ihr erstmal die Textart einstellen. Montserrat ist hier automatisch eingestellt und als Textfarbe weiß mit einer Schriftgröße von 60. Außerdem habt ihr dann noch die Font Weight,
Bold 700. Wollt ihr das Ganze ändern, wählt ihr hier einfach eure Schriftart aus. Zum Beispiel Roboto. Sagt dann, okay, welche Farbe möchte ich haben, welche Schriftgröße und welche Font-Weight, also welche Dicke des Schrifttyps. Hier wähle ich jetzt mal Black aus und schon ist auch die Schrift angepasst. Danach habt ihr immer Blöcke und zwar steht hier Order Social One, Social One, Social One und Social One. Das heißt, diese ganzen Elemente gehören zusammen. Danach geht es mit Social 2 weiter und Social 3. Wir gehen jetzt mal durch ein so ein Element durch und das ist dann eigentlich auf alle anderen Elemente anwendbar. Was ihr tun könnt, ist, dass ihr erstmal den Namen anpasst. Das heißt, was soll in diesem Media Rotator drinstehen? Mein Social One Name ist zum Beispiel Nilsson1489 für Twitter. Dann kann ich hier auswählen, welche Farbe das Icon haben soll. Und hier ist nun wichtig, ob man ein Icon von Font Awesome nutzt oder ob man selber ein Icon hochlädt. Das erkläre ich euch nun auch einmal. Nutzt ihr Font Awesome, könnt ihr hier den Namen des Font Awesome Icons eingeben. Zum Beispiel Twitter. Welche Icons es alles gibt, das findet ihr auf der Font Awesome Seite. Die habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt und auf die wechseln wir nun einmal. Auf dieser Seite, wenn ihr die geöffnet habt, könnt ihr runterscrollen und dann findet ihr hier 450 plus Brands Icons. Wenn ihr auf View All Brands Icons geht, dann bekommt ihr eine Liste aller Brands Icons von Font Awesome. Und dort sucht ihr euch dann das entsprechende Icon aus, welches ihr haben wollt für das Widget, was jetzt gerade ausgewählt ist. Ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel, zum Beispiel Chrome. Das heißt, ich klicke dann auf Chrome, dann bekomme ich hier so ein Pop-up-Fenster und dort oben steht ein Name. Wenn ich auf den Namen draufklicke, wird dieser in den Zwischenspeicher geladen und wir können zurück in die Bearbeitungsmaske für unser Overlay. Dort markiert ihr nun hier in dem Feld Font Awesome Icon einfach alles, drückt STRG und V und habt dann diesen anderen Namen eingebunden. Und wie ihr seht, wird automatisch hier das neue Icon geladen. So einfach kann man selber Icons einbinden, ohne grafisch was bauen zu müssen. Super easy. Wollt ihr dennoch euer eigenes Icon hochladen, könnt ihr einfach hier unten bei Social 1 Icon, Social Font Awesome Icon, Social 1 Upload Icon nehmen und dann könntet ihr hier einfach über Change Image ein eigenes Icon hochladen. Das wäre die Variante. Wollt ihr das nicht, wählt ihr jeweils immer in dieser Kategorie aus Social 1 Font Awesome Icon. Also, was soll angezeigt werden? Font Awesome, Namen eingeben, dann könnt ihr hier die Farbe ändern. Wenn zum Beispiel das Ganze nicht in Blau sein soll, sondern in einer anderen Farbe, wählt ihr hier die Farbe aus, klickt auf Select und schon wird das Icon in der neuen Farbe angezeigt, die ihr ausgewählt habt. Und das bezieht sich nun auf jeden Block, den ihr habt. Das heißt einmal für Social 1, dann geht das Ganze hier für Social 2 weiter, dann habt ihr hier Social 3 und Social 4. Es gibt dann noch eine Zusatzoption, die ihr einstellen könnt, und zwar, ob das Icon links oder rechts von dem Namen sein soll. Dafür findet ihr jeweils die Option Order Social und dann die Nummer. Icon First oder Name First? Wählt ihr Name First aus, wird immer erst der Name geschrieben für dieses einzelne Banner und dann kommt das Icon. Wählt ihr Icon First aus, klar, kommt erst das Icon und dann der Name. Wenn ihr dann noch ein bisschen weiter runter scrollt, gibt es hier noch weitere Einstellmöglichkeiten, nämlich einmal, wie lange die Animation dauern soll, also wenn etwas ein- oder ausgeblendet wird in Millisekunden, dann wie lange das Element sichtbar sein soll, bevor das nächste Element kommt, auch in Millisekunden. Und ihr könnt auch noch die Animation Out Time nehmen, also wie lange soll es dauern, bis das Ganze ausgeblendet wird. In Time einblenden, Display Time angezeigt lassen und Animation Out Time ausblenden. Darunter findet ihr dann noch zwei Zeitangaben, nämlich einmal, wie lange jedes Social Media Item braucht, bis es angezeigt wird, also zwischen den einzelnen Items, die Pause dazwischen. Und dann findet ihr noch Time Before Socials Repeats Itself, also wann soll das Ganze wieder von vorne begonnen werden. Wenn alle Social Media Banner einmal durchlaufen sind, kann dann eine Pause eingelegt werden, die steht hier auf 400 Millisekunden und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und da könnt ihr natürlich eine größere oder kleinere Pause einstellen. Darunter findet ihr dann noch Animation In und Animation Out. Hier könnt ihr sagen, wie soll etwas eingezeigt werden. Also entweder Bounce In, was aktuell ist, ihr könnt aber auch einfach sagen Fade In Up. Dann kommt das Ganze von unten rein und dann könnt ihr die Animation Out zum Beispiel auf Fade Out Down machen. Dann geht das Ganze von unten rein
und geht dann nach unten wieder raus. Jetzt stellt sich sicherlich noch eine Frage. Wenn ich mehr als 4 Social Media Banner bauen möchte, was kann ich tun? Denn hier werden ja nur bis zu 4 angezeigt. Wir speichern das Ganze jetzt erstmal hier oben rechts über Save. Das heißt, unsere Änderungen sind schon mal gespeichert und wir können weitermachen. Und dann geht ihr auf der linken Seite einmal nach ganz oben und auf Open Editor. Wenn ihr hier nun auf den Tab JS wechselt, dann habt ihr hier einmal ein JSON-Element. In diesem JSON-Element habt ihr nun die Möglichkeit, einfach weitere Elemente für Social Media hinzuzufügen. Zum Beispiel ein 5., ein 6., ein 7. Dafür klickt ihr hier einmal auf die geschweifte Klammer öffnen, geschweifte Klammer zu, mit Komma dahinter. Drückt STRG und C, um das Ganze zu kopieren. Geht dann hier um das nicht auskommentierte hinter das Komma. Macht ein Enter und fügt einfach noch eine Zeile ein. Und das könnt ihr nochmal machen und nochmal machen. Wenn ihr das Ganze nun speichert, machen wir mal mit Done, dann würdet ihr ja sicherlich vermuten, dass ihr hier auf der linken Seite nun für die weiteren Elemente auch eine Auswahl habt. Das habt ihr aber nicht. Wollt ihr hier auch eine Auswahl haben und das Ganze über das Menü bearbeiten können, müsst ihr das auch noch mit einfügen. Das heißt, aktuell, was ihr über Open Editor und JS eingefügt habt, sind fixe Elemente. Hier könnt ihr dann die einzelnen Elemente befüllen zwischen den Tüdelchen, also den Anführungszeichen. Wenn ihr aber nicht so die manuellen Freunde seid, dann könnt ihr das natürlich auch über eine GUI bearbeiten. Dafür müsst ihr einfach auf Fields gehen und bei Fields findet ihr jetzt hier immer den gleichen Abschnitt. EL1 Name, EL1 Color, EL1 Icon und so weiter, bis das Ganze zu Icon 2 geht. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal rein und nehmen Icon 1 Social Order, kopieren bis EL1 Icon Show mit dem Komma dahinter, STRG und C auf der Tastatur. Dann gehen wir runter, bis wir hinter EL4 kommen. Das ist hier EL4 Icon Show. Da machen wir nun ein Enter, fügen das Ganze ein und jetzt haben wir wieder EL1 und Icon 1. Und dann macht ihr einfach die 1 zu einer 5 und das gleiche macht ihr hier bei EL1 Name. Eine 5, noch eine 5, noch eine 5, noch eine 5 und noch eine 5. Jetzt habt ihr zwar schon alles hier bei den Keys auf die 5 geändert, damit das Ganze aber textuell auch sichtbar ist, müsst ihr natürlich jetzt noch reingehen bei Icon 5 Social Order, macht ihr Order Social 5. Ja, ihr merkt, das muss jetzt einmal angepasst werden, das heißt hier auch überall die 5 reinnehmen. Wenn ihr ein 6. hinzufügt, müsst ihr das natürlich dann alles mit der 6 machen. Und habt ihr das getan, klickt ihr einfach auf Done, dann speichert ihr einmal euer Widget über Save, könnt dann mit F5 auf der Tastatur das Ganze einmal neu laden. Und habt ihr es neu geladen, könnt ihr einfach das Widget wieder auswählen, dann auf Settings gehen und scrollt ihr nun runter, findet ihr 1, 2, 3, 4 und hier unten habt ihr nun das Ganze nochmal für 5. Also ihr seht, super einfach, kann man super easy erweitern, je nachdem wie viele Social Media Banner man braucht. Und solltet ihr jetzt Bock haben, noch mehr Widgets von Stream Elements zu nutzen, solltet ihr unbedingt mal hier reinschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.